immer noch nicht spannend. Da kann man halt hier so draufklicken und weiß, dass das ein Ahorn ist. Ich habe jetzt halt an dem auch nicht so viel weitergebaut, noch ein paar Innereien, dass der mir halt sagt, dass die Daten geladen sind und dass keine Internetverbindung da zur Verfügung steht und so weiter. Und dann habe ich noch ein grundsätzliches Problem mit dieser Karte gelöst, weil immer wenn hier, das sieht man hier unten so ein bisschen, ich mache das mal groß. Immer wenn ich hier was mache auf der Karte, dann werden natürlich Daten geladen und dann rattert er hier so durch. Und es steht hier einmal Update, das ist jetzt schon die gute Version. Das Problem war, immer wenn ich die Karte geschoben habe, dann schiebt man die ja sozusagen nicht nur einen Intervall weiter, sondern kontinuierlich. Und diese Google Maps, die haben ja auch den, diese Eigenschaft, dass die so ein bisschen rutschen. Und das bedeutet halt, ich habe da unendlich viele Requests erzeugt und hat das Handy nicht so gut gefunden. und dann habe ich halt danach gesucht, ob es dann irgendein Event gibt, so Karte steht jetzt still oder Endposition erreicht oder irgendwie sowas. Also so kann man sich ja auch nach gesundem Menschenverstand denken, dass man vielleicht dann erst fragt oder so. Oder auf jeden Fall bloß einmal. Und das ist jetzt ein älteres Gerät, was ich habe, und das ist hier die Android 2.2 API, da gibt es ja jetzt schon API 4. Und die API 2.2, die kann das aber nicht. Das heißt, sie sagt einem nicht, wenn die Karte stillsteht. Das ist doof, weil die neue kann das, das hatte ich gelesen. Und dann habe ich sie auch wieder gesucht und da habe ich tatsächlich dann auch wieder Leute gefunden, die sich auch genau diesem Problem gewidmet haben. Und da hat jemand eine wunderbare 2-Dateien-Bibliothek geschrieben, die genau das nachbildet. Und mit der funktioniert das sehr gut. Und auf einmal war meine Applikation nicht mehr so schlecht wie vorher. Also der hat schon sehr viele Requests erzeugt. Und das war halt dann auch so, dass dann kommt ja irgendwann die Antwort von dem Server und dann kommen die Daten und dann werden die Bäume angezeigt und dann kommen die nächsten Daten und dann sind die Bäume wieder weg und dann kommen wieder welche und dann muss er die Bäume ja immer noch in Objekte umrechnen und naja, das ist schon ziemlich dämlich. So, ja, das ist der heutige Stand eigentlich so hinsichtlich der App. Und im Nachfolgeprojekt soll es eigentlich darum gehen, das ist jetzt bloß der Teaser und da werde ich nicht weiter drauf eingehen, dass man auch eigene Informationen dazu abspeichern kann. Was bedeutet, ich brauche einen Server, der die Daten irgendwie verwaltet und mit den Fremddaten da, mit den Bäumen verbindet. Ja, und da bin ich gerne bereit, Empfehlungen entgegenzunehmen, wie die Architektur dafür aussehen soll. Also der einfachste Fall ist halt, dass ich irgendeinen Text zu den Baum dazu schreiben kann oder ich kann den liken oder whatever. Aber das bleibt dann lokal bei dir? Also das Telefon kann das gerne cachen, wenn es kein Netz hat. Aber letztendlich sollen die Daten auf dem Server liegen, den ich zur Verfügung stelle. Und dann so, dass das jeder halt. Aber nicht auf dem OpenData-Dings. Nee, da habe ich ja keinen Zugriff. Ich muss ja jetzt eine eigene Serverstruktur bauen, weil ich ja dieses Datenmodell erweitern will. Alles, was die zur Verfügung stellen, ist ja das. Und wenn ich jetzt irgendwas dazu tun will, dann. Ja, brauche ich einen Server. Also ohne Server schwierig. Also ein Kumpel von mir wollte mal sowas machen auf Google Maps Basis, quasi Hundehaufen markieren. Und dann die Fische verschissensten Bezirke von Berlin ermitteln. Ja,
Also das wäre eine Information, die durchaus hilfreich wäre, wenn man nicht da reintreten will. Also das hier ist ja auch nur ein Beispiel. Wie gesagt, da gibt es ja auch echt viele Daten und wenn jetzt einer Hundehaufen oder Gullideckel damit machen will, dann kann man das, ist ja irgendwie derselbe Anwendungsfall. Ich habe mir halt die Bäume ausgesucht, weil die GPS-Koordinaten haben und das ist nett, weil dann kann ich die halt auf die Karte machen. Ich hätte aber auch jetzt losgehen können und die Bäume, die haben ja alle so eine, also Straßenbäume haben alle so eine Plakette dran. Man hätte die alle per Hand indizieren können. Die Zeit hatte ich aber nicht. Oder ich könnte das jetzt, ich könnte halt auch das ganze Modell weiter aufdröseln und sagen, ich mache da so ein Crowdsourcing-Projekt draus und sage, die Leute können auch selber Bäume hinzufügen, die auf privatem Grund stehen zum Beispiel, weil die sind in der Datenbank nicht enthalten. Oder vielleicht Büsche und alles Mögliche. So ja klar, kannst du unendlich spinnen, das Thema. Also wenn du einen Server suchst, dann ist das nicht das größere Problem. Also ich habe einen, der immer online ist und da... Es geht nicht um den Server, es geht um die Architektur, die Software, wie man sich ja, das... Ja, aber du schreibst eine Masterarbeit, du wirst doch darüber sagen. Genau, das ist meine Masterarbeit. So, jetzt können wir die Kamera ausmachen.